Sandy, du bist immer noch der Beste auf der Welt. Ich brauche deine Hilfe. Die Spannung steigt. Die Catlitchs gehören zur High Society Südfrankreichs. Und dort ist eine Frau, die ihnen weiszumachen versucht, sie habe das zweite Gesicht. Niemand entlarvt falsche Spiritisten besser als du. Mir macht sie nichts vor. Sophie sah mir in die Augen und sagte mir Dinge über mich, die sie nicht wissen konnte. Ihr Anblick soll recht ansprechend sein. Es ist so hübsch, ihr zweites Gesicht. Ich empfange eine mentale Übertragung. Sind Sie aus dem Orient? Aus Fernost? In Anbetracht der Tatsache, dass du Wei Ling Su bist, ist das verdammt beeindruckend. Sie sind eine clevere kleine Schwindlerin. Und Sie wollen mich austricksen, um zu erfahren, wie ich die Leute betrüge. Stanley glaubt nicht an Spiritisten. Er hält euch alle für Halunken. Sie ist doch ganz angenehm, Schwindlerin, hin oder her. Meine mentalen Bilder sind umwölkt. Sind es Cumulus oder Cirruswolken? Sie machen sich über mich lustig. Mr. Taplinger ist ganz schön widerwärtig. Aber nicht ganz unattraktiv. Ich hörte, Sie veranstalten heute eine Seance. Die Planeten stehen gerade im Einklang. Ich rufe nun die unsichtbare Welt. Gib uns ein Zeichen! Je länger ich sie beobachte, umso ratloser bin ich. Ist sie doch echt? Ich zweifle langsam an meinem Verstand. Du warst dir immer so sicher in Bezug auf die Welt und ich wollte dir stets vermitteln, dass wir nicht alles wissen. Erzählen Sie mir was über die bunte Vergangenheit meiner Tante Vanessa. Ich sehe ein Mitglied des Parlaments. Weiter? Eine Liebschaft. Sie können das unmöglich wissen. Ich bin überwältigt, Sophie. Ich hätte nie gedacht, dass sie so hübsch aussehen kann. Ich habe ewig geglaubt, diese öde Realität ist alles, was es gibt. Aber Sie sind der Beweis. Es gibt mehr. Mehr Mysterien, mehr Magie. Wir werden sterben! Laufen Sie! Ich war als Junge oft hier mit meiner Tante. Man kann das Dach öffnen und ins Universum sehen. Bedrohlich. Das finden Sie bedrohlich? Ich finde das sehr romantisch.